So, hier im Badezimmer orientiere ich mich jetzt an unten. Da haben wir ja hier unten rechts zwei Steckdosen. Von da habe ich ein Maß 28 cm von der Außenkante der Unterputzdose. Jetzt nehme ich von dem Schalter auch 28 cm. Ich nehme sicherheitshalber 30. Dann sind wir beispielsweise hier. Und nach oben von Rohfußboden haben wir 1,69 Meter. Das Maß nehme ich mir auch und dann haben wir im Spiegel auf jeden Fall alle Möglichkeiten offen, wenn hier noch eine Wand hinkommt und so. Ich gucke gleich, wie das aussieht von weiter weg. Aber der wird auf jeden Fall hier bei 1,69 Meter sein. Und dann passt das. Theoretisch müsste ich hier an der Stelle senken. Nee, das sieht komisch aus. Ich werde auf jeden Fall weiter nach rechts gehen. Die Höhe ist schon mal in Ordnung. Ich gucke einfach mal wegen der Toilette. Hier bist du 1 Meter weit weg von der Toilette. Das würde ich also von, also 50 cm von Mitte. Dann kommt hier so die Wand am Ende hin. Das wird bei ihm eine 11er Wand werden beispielsweise. Gehen wir mal bis hier. Zack. Und davon wäre jetzt eigentlich die Mitte optimal, wenn ich wüsste, wo der Waschbecken am Ende anfängt. Hier so. Machen wir hierbei. Hier wäre optimal. Und das jetzt auf die gleiche Höhe übertragen, wie wir vorher gewesen sind, gehe ich einfach hier rein. Und dann müsste das ordentlich sein. Wenn nicht, kommt hier einfach ein breiter Spiegel hin und dann wird es eher abgedeckt. Bei einem hohen tatsächlich auch. Besser kannst du gar nicht machen. Dann wird jetzt wieder übelst viel eingegipst. Ich muss erstmal alles vorbereiten. Wasser mit Eimer habe ich schon.
Ein Eimer muss ich am Ende wieder sauber machen. Ich guck mal. Des Weiteren habe ich hier ein P75 in dem Eimer drin. Dann noch einen Rührstab, einen Spachtel. Laser habe ich schon aufgestellt. Der ist aber gerade aus. So soll es auch sein. Und dann geht's los. Ich nehme den kleinen Eimer. Oder das hier ist eigentlich... Ja, ich glaube, ich rühre mir das hier an, das ganze Zeug. Weil das ist eh ein Eimer, der schon ein Loch hat und gebraucht hat. Das ist kein natürlicher Baueimer und dann passt das. Hier ist jetzt eh das ganze Pulver drin. Noch ein bisschen so, damit das ein bisschen fluffiger wird. Und dann kippe ich da einfach Wasser rein, auch wenn man es umgekehrt machen müsste. Erstmal Wasser und dann Pulver, aber jetzt ist egal. Wird umgerührt, Verarbeitungszeit ist eh extrem, extrem gut. Und dann ist gut. Sieht es ganz gut aus und jetzt geht's los im Schlafzimmer erstmal. So, die möchte ich natürlich beide auf einer Höhe haben. Das muss hier alles identisch sein. Deswegen erstmal nass machen. Und dann mache ich auch gleich einen Laser-Eimer an. Ja, perfekte Konsistenz. Nicht zu flüssig, nicht zu fest.
das wird nahezu perfekt werden. Das werden wir so schön gerade hinbekommen am Ende. Mit den Steckdosen einbauen. Ich freue mich schon drauf. Irgendwie fehlt da irgendwas auf der rechten Seite. Irgendwas stört hier. So muss das sein. Perfekt, passt auf Anhieb. Jetzt hier im Abstellraum mache ich eben kurz. Das Ding ist, ich hole auch für oben dann noch so eine Lampenauslassdose von Kaiser, so eine weiße mit einem eckigen Dach. Müssen wir mal gucken.
So ist perfekt. Na, der muss ein bisschen noch vorgezogen werden wegen der Putzstärke. Ja, viel bleibt nicht mehr. Na, vieles muss sich trotzdem offen lassen, um rechts und links immer ranzukommen. Na, ein paar Thermostate, die ich noch habe, hier oben, die verschließe ich einfach so. Und dann ist auch schon gut. Das Aufwägen hat sich auf jeden Fall gelohnt. So sieht das Ganze hier jetzt so aus. Ich finde doch tatsächlich richtig, richtig schön eingegipst. Also man merkt selber, man wird von Mal zu Mal immer besser, je öfter man das macht. Ansonsten gewöhne ich mir auch an, gerade bei solchen Sachen hier ist echt viel runtergefallen. Da mal einfach einen Kübel drunter stellen. Wenn man alles runter macht, dann landet es nicht auf dem Boden. Zumindest einen Großteil nicht. Auch wenn man so Unterputzdosen senkt, dass man dann den Kern, dass er direkt in den Kübel oder in den Eimer reinfällt und dann ist gut. Ansonsten hier im Flur auch beispielsweise einmal alle Ecken, wo noch ein bisschen was gelegen hat und so weiter. Auch ein paar Sachen mit einem Spachtel abgekratzt, was noch an Gips unten lag. Das geht ganz gut, wenn es ausgehärtet ist. Das hier ist eh so ein Müllloch noch und deswegen bleibt es erstmal so, bis man hier alles aufkehrt und so weiter. Hier sind noch ein paar Eimer Schutt, die muss ich auf jeden Fall runterbringen. Hier habe ich auch ein bisschen was weggefegt an den Stellen und Ecken, wo eben noch was lag. Das habe ich einfach beiseite geräumt. Hier war noch das Ganze. Ja, ist ein bisschen schade, ne, wenn man hier auch tatsächlich schön verputzt hat beispielsweise und es hier so eine schöne Fläche gewesen ist und man dann alles wieder runterreißen und neu machen muss. Aber das bleibt halt nicht aus. Und sonst habe ich da ein paar Sachen gemacht und so. Naja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.